Moin liebe Sportsfreunde und herzlich willkommen zu einem weiteren BR Pro Karrierespiel mit den Calgary Hitmans. Wenn ihr neu zugeschaltet habt, nicht vergessen ein Abo dazulassen. Es ist kostenlos, es ist for free und somit werdet ihr keine Spiele von NHL und Madden 19 mehr verpassen. Wir schauen uns kurz die Statistik an und ihr seht hier, wir führen die Punktestatistik in der WHL momentan mit 9 Punkte an und das ist nach 2 Spielen eine ordentliche Leistung, 9 Punkte. Wir schauen uns auch noch die Statistik der Calgary Hitmans an und da führen wir nicht. 2 Spiele aber mit 4 Punkte, das einzige Team, was noch ungeschlagen ist, das ist doch ordentlich und heute geht es genau gegen dieses Team, gegen die Edmonton Oil Kings. Es ist Derby, es ist eine wichtige Partie und da wird es um alles gehen. Ihr seht es, wir sind im Saddle Dome Stadium, die Heimstätte der Calgary Flames, die sie gemeinsam teilen mit dem WHL-Team Calgary Hitmans. Ja, ich war ja in der Lockout-Season auch in Calgary und da haben natürlich die Flames nicht gespielt. Aber die Hitmans, die hatten ein Spiel und genau gegen die Edmonton Oilers. Die ganze Stadt ist auf Kopf gestanden, also wie viele Zuschauer da dabei sind beim Juniorenspiel, das können wir uns hier in Europa gar nicht vorstellen. Das Stadion natürlich nicht ausverkauft, aber da waren gut 10.000, 12.000 Zuschauer in einem Juniorenspiel Game dabei und das war doch ziemlich nice und das hat mich dazu mal so wirklich überrascht und auch richtig geprägt. Das ist natürlich ein Mitgrund, warum ich hier mir die Calgary Hitmans ausgesucht habe und das Spiel heute, da wird es heiß zur Sache gehen. Also das ist Derby, die zwei Teams, beide aus Alberta. Mit dem Auto hat man gut 2,5 Stunden von Calgary nach Edmonton, also da ist Pfeffer drin. Ich glaube, die Teams gehen auch mit dem Flugzeug, die haben ja sehr, sehr gute Verbindungen, da würde ich auch nicht mit dem Auto gehen. So, guter Start von uns, gleich mal in der Offense, versuchen hier Akzente zu setzen, Slapshot geht an den Schlittschuh vom eigenen Mitspieler. Und jetzt nochmal die Scheibe ein bisschen rumgeben, ein bisschen kreieren, ein bisschen die Oil Kings ein bisschen durcheinander bringen. Und das gelingt uns momentan sehr gut. Die Scheibe aus dem Drittel. Aber wir versuchen jetzt dementsprechend schnell wieder reinzukommen. Schuss. Und der wird blockiert. Und das war eine absolute überflüssige Aktion vom Stürmer. Bully. Und da bin ich gespannt. Können wir das Bully gewinnen? Jawohl, wichtiges Bully-Gewinn und jetzt gleich mal Schuss aufs Tor, gut geblockt vom Verteidiger, gute Position hier des rechten Verteidigers. Sie haben ja kurz vorher noch die Positionen gewechselt, jetzt der Gegenstoß und wir sind auf die Bank gegangen. Es steht nach wie vor 0:0. Ihr merkt schon, es ist einiges an Pfeffer drin, auch bei mir ist hier einiges los. Ich freue mich wirklich auf diese Partie, die jetzt knapp 5 Minuten im ersten Drittel gespielt wurde. Pass in die Mitte, Slapshot und die Scheibe geht noch rein. Die Scheibe geht noch rein. Das ist der Grund, warum ich auch immer wieder sage, bringt die Scheibe einfach mal aufs Tor. Slapshot, irgendwie geht die schon rein. Wenn man die Scheibe nicht aufs Tor bringt, kann auch nie und nimmer ein Tor fallen. Und das war genau so ein Tor. Typisch für uns natürlich. 5. Saisontor. Wumms. Und einfach mal draufhalten. Tor. 5. Tor im 3. Spiel. Das kann sich natürlich sehen lassen. Ich glaube, das war sogar der 10. Scorepunkt, den wir uns hier geholt haben. 2:0 die Führung. Bully gewonnen. Und jetzt läuft die Scheibe gut. So möchte ich es haben. Schnelle Gegenstöße, aber hier von mir absolut schlecht gespielt. Ich war da ein bisschen zu optimistisch. Einfach gar nichts gemacht. Kein Move, kein gar nichts. Hab gedacht, kann da einfach durchspazieren. Nenne, Pico. So einfach ist denn das doch nicht. Gute Aktion. Wir spielen das Spiel schnell. Sanders gibt die Scheibe wieder frei und sie ist bereits wieder in unserem Drittel.
Also jetzt aktuell ein Hin und Her. Wir haben auch ein bisschen Mühe, uns zu befreien aus dem eigenen Drittel. Aber wenn wir es schaffen, dann sind wir brandgefährlich in der Offense. So, jetzt versuche ich natürlich im Slot ein bisschen Unruhe zu schaffen. Freizustellen. Und da ist ein Schuss und der ist gar nicht so schlecht. Also es war ein ordentlicher Schuss, den wir hier jetzt gehabt haben. Und auch gleich mal wieder auf der Bank. Ein bisschen Pause muss auch sein. Das war ein langer und harter Drive. Und die Oilers, die Oil Kings, nicht die Oilers, mit dem Anschlusstreffer zum 2:1. Ja, die Namen sind ja sehr, sehr identisch. Also wenn ich mal das verwechseln sollte, Oilers, Oil Kings, nehmt es mir nicht übel. Guter Schuss hier. Wir müssen natürlich versuchen, hier beim Mann zu bleiben. Sanders blockiert die Scheibe zurecht. Da waren drei Gegenspieler vor seinem Tor. Würde ich die Scheibe auch nicht freigeben. 2:1, eine Minute nicht mehr ganz zu spielen im ersten Drittel. Wir sind am Bulli, können es gewinnen. Und natürlich jetzt Versuch, schneller Gegenstoß zu machen. Ich hätte jetzt die Scheibe nicht deep gespielt, weil wir ja bereits die Überzahl wieder zu Ende haben. Und prompt mit dem 3:1. Wieder eine Hammerübersicht hier und wieder einer frei im Slot. Das hatten wir ja in den letzten zwei Partien auch. Ein Assist können wir uns wieder gut schreiben. Und das ist doch ordentlich. Wunderschön, alles wieder auf Pico Fly konzentriert und dann das 3:1. Inzwischen schon 3:2. Wir stehen im zweiten Drittel. Das zweite Tor fiel im zweiten Drittel, nicht mehr im ersten. Und jetzt müssen wir einfach mal ein bisschen raumdicht machen. Die Oil Kings, sehr, sehr eine starke Druckphase, versuchen hier den Ausgleich zu erzielen. Jetzt mal mit einem Konterversuch hier einfach mal ein bisschen Luft zu bekommen. Weitschuss und ein Hammer-Safe. Ja, was will man machen, wenn man unter Druck ist? Dann sind solche Konter einfach das Beste. So eine wie jetzt hier. Kurz abbremsen, Slapshot und haargenau rein. Jawohl, 4:2. Genau 9 Minuten sind noch zu spielen im zweiten Drittel. Und da ist natürlich der Jubel in so einem Spiel, in einem Derby, umso größer. Und das ist nicht ganz unverdient. Die Oil Kings hatten zwar eine gute Druckphase, so 4-5 Minuten lang, aber wir haben uns da wieder herausgehext. Und jetzt hier mit dem 4:2 die verdiente Führung. Und jetzt sogar noch das 5:2, die Oil Kings ein bisschen von der Rolle. Aber ihr wisst ja, WHL, da geht es schnell. Das sind drei Tore. Keine große Sache. Pass in die Mitte und dann gleich noch mit dem 6:2. Oh, da haben sie jetzt aber wirklich gepennt. Wir sind zwar übrigens schon im dritten Drittel, aber das ist der K.O.-Schlag der Oil Kings. 4 Tore in 15 Minuten. Wird sehr, sehr schwer werden, das noch aufzuholen. Cool, man. Ja, so cool war das Tor. Schön ins Loch gespielt. Da können wir uns wieder einen Assist gut schreiben lassen. 6:2. 6:50 sind noch auf der Uhr. Und wir sind wieder in der Offense. Scheibe schnell laufen lassen. Kleiner Fehler. Schnell wieder im Drittel. Und jetzt die Scheibe von der Bande rausholen. Pass in die Mitte. Gut vom Slot. Und das 7:2. Jawohl. Wenn es läuft, dann läuft es einfach. Und das ist ein sehr, sehr düsterer Abend hier für die Oil Kings, die inzwischen bereits ihr Torhüter gewechselt haben. Verständlicherweise. Natürlich ist dem Hintermann nichts vorzuwerfen. Aber der Abend ist zu vergessen. Jawohl, Derby. Und da ist natürlich das Gemüt in ganz Calgary. Bis zur nächsten Partie zumindest mal. Sehr, sehr gut. Wir gehen wieder raus und ihr seht auch da, die Statistik spricht für uns. 4:22 sind noch auf der Uhr. Und wir bekommen nochmal ein bisschen Eiszeit. Der Trainer vertraut uns relativ gut. Und ja, das werten wir dann jeweils auch wieder um. Und wir haben ja im letzten Spiel schon versucht, ein Hattrick zu erzielen. Heute hätten wir die Möglichkeit wieder, wenn wir noch ein Tor schießen. Jetzt vielleicht? Nein.
Das bleibt uns aktuell noch verwehrt, dieser Hattrick. Und kleiner Fehler von mir, den hätte ich haben müssen. In der Defense stimmt die Zuordnung noch nicht ganz so, wie ich mir das wünsche. Deshalb habe ich mir auch noch die Markierungen nur in der Defense die Hilfe reingenommen, damit ich mir da ein bisschen eine Übersicht verschaffen kann. Wir werden es dann in der NHL-Saison wahrscheinlich wieder rausnehmen, aber jetzt hier in der WHL-Saison ist es noch eine ziemlich coole Stütze. .245 sind noch auf der Uhr, wir sind wieder an der Scheibe, versuchen es nochmal. Ja, es lässt mich irgendwie nicht los. Dieser Hattrick möchte ich eigentlich unbedingt noch erzielen. Aber wenn nicht heute, dann werden wir ihn bestimmt noch an einem anderen Game schaffen. Weitschuss gut gehalten vom Torhüter. Natürlich geht es jetzt auch hier ein bisschen Selbstvertrauen zu tanken für die Oil Kings. Nicht, dass das nächste Spiel dann ein rieses Debakel wird. Wir werden jetzt hier nochmal simulieren. Bekommen wir noch einen Einsatz oder war es das? Wir bekommen noch 23 Sekunden Zeit hier im dritten Drittel. Vielleicht doch noch den Hattrick zu erzielen. Ich werde jetzt hier ein bisschen egoistisch die Scheibe verlangen. Kommt sie aber nicht. Hätte jetzt auch nicht den Pass gegeben, wenn ich so frei vor dem Torhüter wäre. Natürlich bin ich nicht der Einzige hier, der um ein Ticket für die NHL spielt im kommenden Jahr. Passen die Mitte. Ja, und das war's. Wir gewinnen auch das dritte Spiel. Und was noch wichtiger ist, wir gewinnen das Derby gegen die Edmonton Oil Kings. Jawohl, da wird heute sicherlich einiges los sein in Calgary. Da bin ich mir überzeugt. Und da seht ihr nochmal die Highlights. Wunderschöne Pässe. Und die Oil Kings zum Teil fast schon ein bisschen überfordert von der Geschwindigkeit in der Offense der Hitmans. Wir schauen uns nochmal die Statistiken an. An dieser Stelle wünsche ich euch noch einen wunderschönen Resttag oder wann auch immer ihr das Video schaut. Danke vielmals fürs Zuschauen. Denkt daran, Support ist kein Mord. Lasst ein Like da, wenn euch das Video gefallen hat. Und dann sehen und hören wir uns in der nächsten Folge. Bis dann, euer Pico. Ich bin mal weg. Tschüss.